Der Anlass für diese Ausstellung ist das Jahr 1968, das sich heute zum 50. Mal jährt. Im Jahr 1968 wurde der weltweite Protest unter anderem auch von Plakaten begleitet. Hervorgetan hat sich dabei das Atelier Populaire, das in den Pariser Straßen eine ganz neue Ästhetik im Plakat verbreitet hat, freche, souveräne, lustvolle Plakate im Siebdruck fabriziert. Die Ausstellung fokussiert aber nicht nur auf das Jahr 1968, sondern sie will die Geschichte des Protestplakates der letzten rund 100 Jahre erzählen. Die Ausstellung wird begleitet von weiteren Medien, beispielsweise gibt es Filme, die das Plakat in einen erweiterten Kontext stellen. Websites laden dazu ein, sich durch Plakatwettbewerbe zum politischen Plakat durchzuklicken. Als Besuchende sind Sie dazu eingeladen, Ihren eigenen Protestsong abspielen zu lassen. Sie können auch eine Protestbotschaft hinterlassen oder Fotografien einschicken, die Protest im öffentlichen Raum dokumentieren, in Form von Graffitis, Klebern oder Plakaten.